Herzlich willkommen bei Futorial. Mein Name ist Sinan Kurtulusch und wir sind beim Track Rating. Und ich kann euch versprechen, heute wird's scheiße. Bisschen Spoiler muss sein. Also, ich habe einen neuen Track gefunden: Moti Legends. Moti zusammen mit irgendeinem Alpha Rock oder so. Wir sehen hier schon mal die Waveform. Wo fangen wir denn eigentlich an? Also wir hatten hier so, wir hören mal rein. Krass, ich muss meine Kopfhörer leiser machen. Okay, nach 30 Sekunden Break, alles klar. Okay, Idee ist ja ganz nett, ne, mit so Vocal Cuts. Gut, das steigert sich jetzt und dann kommt hier gleich der Main Part. Wir hören mal rein. Was ist das? Okay, also ich finde, hier sind so mehrere Sachen sehr witzig. Wir schauen uns mal auch die Waveform hier drin mal an. Achtet mal darauf, hier, den Pegel beim Main Part, das ist geil. Also normalerweise hat man ja hier unten, sieht man das? Sieht man gar nicht, Moment. Das darf einem ja nicht verborgen bleiben, so. Normalerweise hat man so eine Waveform, da gibt es so Ausschläge mit viel Amplitude und manchmal ein bisschen weniger. Das zappelt so ein bisschen. Ja, guckt euch das Zappeln hier mal an. Rot. Und für die Leute, die jetzt irgendwie denken, ja, das hat der doch irgendwie von, was weiß ich, YouTube-Scheiße gerippt. Nee. Ich habe mir den Dreck für 99 Cent bei Amazon gekauft. Also das ist, so haben die das auf den Markt gebracht. Man sieht auch wieder, wie schlampig und schluderig hier gearbeitet wurde. Hier ist wieder dieser Fall. Hier kommt ja die Steigerung, ne? Das Ganze wurde einfach mal so an die Wand gedrückt. Und dann hat man einfach mal so im Nachhinein so den Pegel leiser, 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 damit der Main-Part besser knallt, ne? Und was hier passiert, ist auch einfach der Knaller, wenn wir uns das mal genau angucken. Also hier steigt ja der Main-Part ein. Wir sind hier, das hier ist 0 dB, ja? Also eigentlich ist das so, ja? Das ist so dermaßen gesättigt und übertrieben, dass wir jetzt im Prinzip über diese nicht möglichen 0 dB hinübergehen. Was heißt das? Ihr müsst euch das so vorstellen, also für alle, die das genauer wissen wollen, empfehle ich im Übrigen ganz klar die Mixdown Mastering Series von mir. Ich verlinke das hier mal unbedingt kaufen, dann versteht man das noch besser. Das hier sind die einzelnen Abtastpunkte. So, zwischen dem und dem Punkt kann physikalisch nichts anderes passieren als diese Welle. Die ist aber eigentlich gar nicht möglich. Also wir gehen über das Limit hinaus. Das produziert natürlich nur Verzerrungen und Schrott. Ja, also das ist wieder hier eine Frechheit sondergleichen. Ja, kann man eigentlich nicht anders sagen als ein ziemlich, ziemlich peinliches Auftreten eines Moti. Whatever, Namen sind für mich auch völlig egal, aber das ist schon echt schlecht. Dann hören wir uns mal den Bassbereich an. Nur mal den Bassbereich. Das ist auch vom Groove her Schrott, denn das ist durchgehender Bass. So funktioniert Groove nicht. Wir haben einfach nur. Ja, so nicht machen. Und man kann jetzt immer drüber streiten, man hört natürlich völlig dieses Gequetschte und Verzerrte im Mainpart. Ist es Stilmittel? Vielleicht, ja.
Bei Noisia ist es Stilmittel. Also hier finde ich es einfach nur scheiße. Ja, also das ist schon interessant, wie bei Spinnen. Also Spinnen bringt ja auch gar nicht so schlechte Sachen mittlerweile raus. Aber was man sich da gedacht hat, mich würde bei sowas ja wirklich immer interessieren, wie sind da die Wege? Also kommt der Moti an mit einem Song und sagt, hier Spinnen, der ist voll geil. Ich habe den auch schon für euch völlig zerstört. Und Spinner interessiert sowieso nicht dafür, wie es sich klingt und veröffentlicht das einfach. Oder kommt Moti mit einem völlig legitimen Song daher und Spinner sagt dann, nee, den müssen wir nochmal richtig durch einen Sausage-Fettner 30 Instanzen davon durchjagen. Man weiß es nicht. Also ich weiß es zumindest nicht. Vielleicht habt ihr da Infos, wie kommt so ein Schrott zustande und wer ist letztlich derjenige, der sowas veröffentlicht? Also wer ist da, wer gibt die Freigabe? Wer sagt, ja, das klingt cool, das ist total gut für den Moti, für seine Karriere, wenn der mal so einen richtig guten Track rausbringt. Hinzu kommt, dass diese Loudness-Geschichte ja auch völlig mittlerweile überholt ist. Also, was passiert mit so einem Song bei Spotify? Der wird einfach nur völlig leise abgespielt. Spotify erkennt ja diesen Scheiß und sagt dann, nee, hör mal zu, Moti, deinen Song können wir nicht so laut abspielen, da kriegen die Leute ja Ohrenkrebs, den machen wir mal viel, viel leiser. Was passiert in der Differenz zu anderen Tracks? Der klingt natürlich total drucklos und kann sich nicht durchsetzen. Dann kommen wir mal zur katastrophalen Bewertung von Moti. Do you like it? Nein, kein bisschen. Ich gebe noch 2 Goldbarren für was hier so im Break passiert. Es ist nicht gut, aber es ist irgendwie so ein trauriger Versuch, den ich irgendwie erkennen möchte. Innovation ist okay, ne? Also man hat da so ein bisschen Million Voices von Otto Knows, glaube ich, drin. Ne, das ist soweit in Ordnung. Sounddesign kann man ja kaum noch erkennen. Ich weiß es nicht. Mixdown und Mastering bin ich jetzt einfach mal hart und sage, hier gebe ich wirklich mal nur einen Stern. Stern, Goldbarren, whatever. Ihr wisst genau, was ich meine. Ich bin gespannt. Oh, es hat schon einer bewertet, obwohl ich den gerade erst reingestellt habe. Ja, er kommt wohl nicht so gut an. Also zumindest erkennen auch hier andere das schlechte Mastering. Wobei, wenn wir 2 Wertungen haben, die Mathematiker unter uns, 1 plus Dings durch 2, wie groß? Ne, dann hat er den ja gar nicht mal so schlecht bewertet. Wer war das? Wer erkennt hier nicht diese schreckliche Arbeit? Wir finden es raus. Nein, Quatsch, hier ist alles anonym. Ja, wenn ihr auch einen Track habt, sei es euer eigener oder einer, der nicht vor euch ist, aber wo ihr meint, der müsste eigentlich mal genauer unter die Lupe genommen werden, weil er vielleicht super geil ist, weil er super innovativ ist, weil er ein super Sounddesign hat oder einfach total scheiße klingt. Nein, auch vielleicht total gut. Also ihr habt irgendeine, sagt, da ist was Spezielles, das sollte man sich mal genauer anschauen. Dann her damit. Beschreibung, wie das Ganze funktioniert, findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, an dieser Stelle dann macht's gut und auf Wiedersehen.